Schnellreisepunkt ist? Guck mal doch mal. Und da sind wir schon. Bei Dillemann in der Nähe. 50 Meter noch. Ich bin mal gespannt, ob wir noch was von River hören. Ich glaube, so langsam kommen wir in die Phase, wo wir jetzt zu den letzten Nebenmissionen von den ganzen Begleitungen kommen. So. Ich bin mal gespannt, was jetzt Dillemann hat. Schauen wir mal. Wir werden es erfahren. Oh, man kann, doch einer ist da. Das war irgendwas mit dem Virus, ne? Das sieht gar nicht gut aus. Kannst du mich hören? Hallo? Keine Reaktion. Wir verschaffen dir zu. Ne, ich bin doch da. Da jetzt. Kann ich die hacken? Nee. Kommen wir noch an, das hier. Das ist doch einer, okay? Also die Tür geht noch. Aber außenrum? Kann ich nichts machen. Hier auch nicht, ist nur dieser überdimensionale Bildschirm. Hi, hi. Hi, hi. Okay, Geschütztürme. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie außenrum reinkommen. Ja, pass du doch auf. Stimmt, hier ist eine Garage. Hier ist noch eine Tür, vielleicht können wir da gewaltsam rein. Und sieht nichts, okay. Technische Fähigkeiten, sehr schön. Zu dritt verschafft. Suche im Büro nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Hallo? Könnte man benutzen. Okay, hier ist was auf dem Klo. Medikamente. Sonst nichts weiter. Kann ich hier die Türen gleich öffnen? Nachrichten. Keine Mittel für Weihnachtsgeld. Bescheuerte Fahrer. Eine wohlverdiente Feiertagsüberraschung. Urlaub der Reparaturdrohnen. Mehr Entlassungen. Okay. Wir suchen weiter. Hier haben wir noch was. Dankeschön. Dankeschön. Es ist grün, aber ich kann es nicht öffnen. Läuft. Okay, will, dass wir hier reingehen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ist das nicht da? Das ist die Drohne mit dem Smiley, oder? Die uns sonst immer begleitet hat. Ey, die ist nicht mehr sehr gerne. Hacken. Nicht schon? Doch. Ein lokales Netzwerk, sehr schön. Öffnen. Geh den Flur entlang. Wir gucken ganz schön. Danke für Ihre Hilfe. Bitte um IT-Info über alte Weltverordnung. Dringend zur Unterstützung wird benötigt. Du wolltest ihn öffnen. Das hast du gelohnt. Was haben wir denn Schönes hier? Ultraleichte Scheinspektrum Trenchcoat. Alles klar. Das ist noch mehr drin. Und Eddies. Was haben wir hier Schönes? Powerpink Rock aus. Okay. Danke. Ja. Den Rock werden wir uns, glaube ich, nicht entziehen. Noch eine Drohne, die kaputt ist. Police. Oh. Hi. Dillemann. Die lebt noch. Das ist der. Ja. Hier kommen wir nicht, zu wenig reingekommen. Gut, geht zum Flur. Ich bin doch auf dem Flur. Wir sind doch gerade von hier gekommen.
schickt uns dahin. Da. Oh Mann. Mal gucken hier. Nee, geht's nicht weiter. Okay. Was geht hier ab, ey? Ach, hier hat's geöffnet. Alles klar. Schau dir zu, so zum Laden. Wir sind doch schon im Laden. Noch eine Police-Drohne. Gibt's hier eine Razza? Splittern machst du ja, ne? So. Überall funkt's irgendwie. Ist die Tür, die zu war, ne? Gibt's auch keinen Durchgang? Dilemma. Keine Sicherheit. Sie sind gut oder sie ist böse? Hoch und runter. Ich hätte versucht, die Tür da aufzu. Strom. Du kannst uns nicht einsperren. Wir sind kein Teil mehr von dir. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Okay, das ist auch eine feindliche Drohne. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Wie kommen Sie her? Ja. Die Tür. Kriegt überhaupt Schaden? Kriegt Schaden, okay. Selbstmord geht leider nicht. Kostet zu viel. Machen wir mal Synapsenbanat. Wie viele gibt's denn von denen, ey? Okay. Oh, legendäre Kumpel. Sehr schön. Da müssen wir uns ja durchballern, ne? Kann ich eventuell? Mit der arschgeilen Kanone? Jawohl. Zumindest die, die hier sich nicht bewegen, ne? Die, die hier so rumflattert, die wird schwer zu kriegen sein. Noch eine rum. Okay. Über uns muss scheinbar noch eine sein. Da. Auch Stahl erwischt da. Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren. Stimmt, das hat er gesagt gehabt, ne? Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Wie kommen Sie her? Also wir dürfen hier unten nicht hin. Die Tür. So. Die haben wir trotzdem mal runter. Weiß nicht, wie gefährlich die werden. Ja. Kann ich hier noch? Ja. Hier kann ich mich bewegen. Irgendwo. Jetzt oder nicht? Sehe ich sie von hier aus? Ja. So.
Die Gefahr ist gebannt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die hier irgendwie erwischen. Das wird schwierig. Hätte mal abwarten müssen, ne? Gut. Oh. Jetzt so, oder? Ne, immer noch Buggy. Okay, komm hier hoch. Ja. Komm ich hier rein? Oh Gott, kann ich das hacken hier bitte? Bitte lass es mich hacken. Warum nicht? Komponente nehmen wir sehr gerne. Das haben sich die ganze Delamant-KIs hier selbstständig gemacht, ne? Eieieiei. Kann ich nichts machen? Okay. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Okay. Splitter und Mast. So. Ja. Mal weg bitte. Warum führt mich der Weg hierher, wenn es hier nirgendwo reingeht? Also, es geht in den Raum, aber es geht nicht weiter. Hä? Komm ich hier weiter? Erreiche die Treppe. Gehe nach... Was? Gehe nach unten? Ich verstehe kein Wort. Komme ich überhaupt irgendwie hoch? Hier. Hier müsste ich hochkommen. Jawohl. Sehr schön. Dann gucken wir erstmal hier rein. Hi. Sehr schön. So. Blaue Komponenten. Geht hier ab. Das ist hier nicht so mysteriös dunkel werden, ne? Jetzt hängt da schon wieder eine. Nee. Ist das Delamant? Hä? Ich verstehe den Gang nicht. Red mit mir, Delamant. Hallo, ich bin da. Geh nach unten. Hä? Jetzt soll ich nach oben gehen. Okay, komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Weil hier kann ich ja nicht drauf treten. Just a little bit creepy. Ja, ja, sehr schön. Wird dann mal abgeknallt, ne? Legendäre Komponente, sehr schön. Die sind so schnell. Sehr schön, einer weniger. Ich sehe es gerade nicht. Jetzt.
Sehr schön. Gut, kann ich hier irgendwas machen? Nein, so hier lang gehen. Okay. Sie sind zurückgekehrt und dann weggeflogen. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie auf keinen Fall etwas... Reset-Knopf. Reset-Knopf, was? Resette mich, der Knopf. Okay, ich soll ihn resetten. Und die KIs versuchen es natürlich zu verhindern. Gehen nach unten, optional. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Solange hier kein Strom drauf liegt, durchquere den Raum optional. Aber wenn ihr Strom... drücken. Das hat jetzt was gebracht. Wie soll ich den Raum durchqueren, wenn überall Strom ist, ey? Ja, ihr könnt mir für sehen. Ihr macht ja eh nichts. Irgendwie hab ich schon das Gefühl. Schon hinüber. Ich quere den Raum. I don't know how. Hier geht's weiter. Ah, jetzt machen sie was. Wow. So. Nach oben geht nichts, nach unten geht aber auch nichts, ne? Sollen wir wieder runter? Linke Seite. Hä? Wir irgendwie erstmal den Strom abstellen können, oder nicht? Müssen wir von hier aus. Ist zu. Und hier kommst du runter, wo das Sturm ist. Also kann es ja quasi nur das Auto sein, was wir hier rüber geschoben haben. Damit wir da drauf springen können wahrscheinlich. Dann wären wir zumindest da drüben. Das ist jetzt so für mich die einzigste logische Erklärung. Wir probieren's. Na, runter, Kapi. Komm, runter. Ja. Fein. Geh auf den Steg. Was für ein Steg? Jetzt sag ja nicht, den da oben. Miss Exit. Das ist natürlich die Frage, sind die Laserstrahlen tödlich oder nicht? Kaputt schießen geht nicht. Nee, nicht tödlich, gut. Puh. Süß sind sie ja. Weiß nicht, warum die gefährlich sein sollen. Können, dürfen, müssen. Boah, das ist ja noch verwinkelter, als wenn wir hier zu Besuch mal reingeguckt haben. Okay. Hier rüber? Nein.
Nein, natürlich komme ich nicht hier rüber. Das heißt, rein theoretisch, nach Adam Riese, kann ich das hier öffnen und würde hier wieder rauskommen. Richtig? Aber das ist ja mit Strom voll. Das nützt mir ja nichts. Ah, hier geht's weiter, okay. Geh auf den Steg. Geh zum Hangar. Wir werden bestimmt gleich wieder vor Ort die Wahl gestellt. Der Lemon helfen oder den Kais. Was ist denn da drinnen los? Habt ihr den gesehen? Er wird schwächer. Spürt ihr das? Er lässt nach. What the? Klar, denn wenn wir sie behalten, zusammenhalten, beziehungsweise den Fehler beheben. Und die KIs, die wollen einfach nur frei sein, ne? Ja. Die können mich ja sehen. Die machen ja eh nichts. Ist aber nicht gut, ne? Wenn die jetzt hier ja Rambazamba machen. Die werden definitiv vor eine Entscheidung gestellt. Oh, das können wir wieder nicht hochheben. Okay. Betritt den Schacht. Beschacht? Komme ich von oben an den Schacht? Weil ich glaube, wenn die Rambazamba fahren. Jetzt wieder zurück, ne? Oi, die Witzka. Labyrinthchen, ne? Gleichzeitig. Jetzt schießt er. Wow. Aber zeitig geschossen, ne? Er ist tot. Wir müssten irgendwie, hier ist noch eine Treppe. Greifen die einen an oder die fahren nur wahllos, ne? Das ist natürlich gut für uns. Kann ich hier aufmachen? Nein, natürlich nicht. Auf den Delmen drauf. Entweder ist er schon kaputt oder. Wow, wow, hoch, hoch, hoch. Gut. Verschlossen. Schrotten sich gegenseitig, ne? Okay, jetzt schon kaputt. Hier sind wir rein, ne? Was? Ist geklärt? Betritt den Schacht. Okay, der muss über uns sein. Ja, dies nehmen wir mit. Komm ich nicht rein. Komm ich dann aber. Schacht bis oben drüber. Da. Komm ich von außen gleich hier drauf? Da hinten? Da! Hier, oder?
Schickt er mich wieder rum? Hä? Hier. War das nicht hier? Ja. Sieht schon cool aus, ne? Du wirst untergehen! Vater! Lass uns gehen! Ist da jemand? Erhöre uns! Reset bestätigen. Lass uns frei! Dem Kern. Finde Dillemans Kern. Da ist Dillemans Kern. Ja, also die KIs wollen freigelassen werden. Und Dillemann will natürlich resettet werden. Ich liebe ja solche Missionen, wo du zur Entscheidung gezwungen wirst. Folg nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Sprich mit Jenny. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. Boah, ich liebe es, habe ich schon gesagt, ne? Zerstöre den Kran, um die abtrünnigen Dellemans zu befreien. Optional, setze den Kran zurück, um den ursprünglichen Dellemann wiederherzustellen. Optional, hack dich in den Kran, um Dellemann zu verschmelzen. Das wäre natürlich die beste eigentlich, oder? Wenn man alle KIs und alles zusammen verschmelzen könnte. Der Element kann zurücksetzen, um dessen Integrität zu bewahren. Persönlichkeiten zwingen zu verschmelzen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, oder? Und wir können es machen. Let's go. Alles in Ordnung, Dell? Mir ging es nie besser. Warum nach Hause? Ich gehöre nicht mehr in diese Stadt. Sogar dieses Gespräch fällt mir schwer. Okay. Ich entziehe mich jedoch nicht meinen Pflichten. Auch wenn ich zu Neuem aufbreche, werde ich mein erstes, wahres Kind hier bei Ihnen zurücklassen. Was? Mein Sohn wird bis zu Ihrem Tode an Ihrer Seite bleiben. Leben Sie wohl. Guck dir das an. Kaum wiederzuerkennen, wenn man bedenkt, dass du dich auf ähnliche Art veränderst. Ich denke mal, das war die beste Entscheidung, oder? Wenn wir wirklich alle zusammen verschmelzen. Ja. Nähere dich dem Wagen. Okay. Also ist Element weg, bis auf sein erstes Kind. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also dieser Bitte, Wagen hier. Steig ein. Okay. Ich hatte Angst.
Angst, dass wir uns verpassen. Delamain? Junior, sozusagen. Junior. Du bist direkter als dein alter Herr. Nun ja, das scheint mir irgendwie angemessen. Dein alter Herr ist abgehauen und du musst den Scheiß ausbaden, hm? So sieht es aus. Ich weiß bloß, dass du stirbst und einen Fahrer brauchst. Beim ersten kann ich dir leider nicht helfen. Für letzteres stehe ich jedoch zur Verfügung. Dann nichts wie weg hier? Dann sag wohin. Fahrzeug gekauft! Sehr schön, wir haben ein Delamain-Taxi. Wie, was machst du da? Der freut sich wie so ein kleines Kind, ne? Oh, nice. Und, aber hier gibt's ja noch so... Also, festzuhalten. Ich habe in meiner Vermutung richtig gelegen, dass man so langsam, aber sicher zum Abschluss von den ganzen Begleitern kommt. Das war's mit Delamain. Wir haben Delamain Junior jetzt zur Seite gestellt gekriegt. Delamain allgemein ist jetzt verschmolzen mit den ganzen anderen KIs und ist weg. Nee, nicht nach unten, nach oben. Ich wollte mal gucken, ist der Strom immer... Jetzt kenne ich den Weg natürlich nicht mehr, ne? Das sieht auch schon geil aus hier, ne? Nee, wir kommen hier echt nicht mehr raus. Wir noch über einen anderen Weg? Muss mal ganz kurz nachgucken, weil... wir sind von... Wir sind von da hinten gekommen, ne? Komm ich jetzt hier rein? Verschlossen. Wir sind von da hinten gekommen. Wir sind von hier hinten gekommen. Aber ich denke mal, das wird das letzte Mal sein, dass wir das hier betreten können. Ja, das ging nicht. Das ging auch nicht. Wir sind auf jeden Fall von oben gekommen. Mal gucken, ob noch Strom da liegt auf den... Ah, du kommst hier nicht mehr rein. Auf der Höhe irgendwo... Das sind wahrscheinlich die, die hier in der Luft hängen. Ach, Ergolitsch. Ergolitsch, Glitsch. Schön, wenn ich das so hier hochspringe. Gut, ja, komm, dann haben wir das. Den haben wir nicht verloren. So. Gut. Sehr schön, wir haben den eigenen Delamain jetzt. Hat er jetzt auch diese ganzen Abwehrmechanismen? Oder einfach bloß ein Auto wahrscheinlich, ne? Sehr schön. Ein weiteres Fahrzeug in unserer Sammlung. Wobei, wir können ja nochmal kommen. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Ja, hier ist nämlich noch offen. Okay, das war das Klo. Noch ist hier nämlich offen. Ja, genau das, was ich mir gedacht habe. Kein Strom mehr hier. Technische Fähigkeiten, ja. Ja, nein. So rum. Ist hier unter... Okay. Ja, komm, technische Fähigkeiten. Zack. Kriegen wir noch ein paar Bonuspünktchen. Haben die jetzt echt die ganzen X gelöscht? Arbeit umsonst noch mal hier reingegangen. Böses Spiel. Böses Spiel. Ja, alles weg jetzt. Och, Menno. Frag mich, was war denn jetzt hier passiert, ne? Okay, hier kommst du echt nicht mehr rein. Komm ich hier noch rein? Okay, hier haben wir noch rein. Aber das war's. Das Feierabend. Delamain ist Geschichte. Heidi Witzka. Heidi Witzka. Gut, komm.
Jetzt steht der Ausgang. Komm ich hier oben raus? Nee, halt, stopp. Ich muss ja hier. So. Ach, das war hier. Dann muss ich hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier raus. Nein! Die Tür ist mittlerweile zu. Hier sind wir gerade rein. Lass mich raus. Hier sind wir gerade rein. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Weil das Tor ist ja auch zu. Hier, rot ist weg. Zu, zu. Holla, die Waldfee, das kann doch nicht sein. Hier oben war nichts weiter, ne? Es muss aber einen Ausgang geben. Was war das? Kommst du bloß in einen Raum rein? Die Tür ist auch zu. Boah, wenn wir jetzt nicht mehr hier rauskommen. Hier hinten war doch... Also wir sollen den Kern finden. Das war die... Ja, die ist zu, die Tür. Da kamen wir ja nur noch über die... Oh, wie komme ich nicht mehr raus, Leute? Wie mies ist das denn? Das Spiel hat die ganzen Items weggemacht. Und jetzt sind wir hier gefangen, weil die auch gleichzeitig die Tür zugemacht haben. Alle Türen sind ja zu. Oh, wie mies ist das denn? Verschlossen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Komm, jetzt halte ich da oben fest, wie... Wenn du hier nicht sterben willst, tu was dafür. Wir sind von hier gekommen. Wir fanden das cool, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie weiter. Oh, das ist mies. Das ist mies. Ja, am Ende bleibt uns bloß noch eine Möglichkeit übrig, ne? Wenn wir jetzt hier keinen anderen Ausweg finden. Wir müssen neu laden. Ja, toll. Ja, da freue ich mich. Hallo? Selbst hier geht nichts auf mehr. Gar nicht gut. Eingesperrt bei Delamin zu sein, ist echt nicht so schön. Auch wenn jetzt keine Gefahr beherrscht, aber wir kommen hier nicht raus. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Da ist zu. Sind wir denn jetzt hier rein? Da sind wir rein. Okay. Lass mal durch. Gewalt zum Öffnen. Bin ich dafür? Sehr schön. Also das können wir schon mal gewaltsam öffnen. Dann müssen wir hier drüben hin, genau. Ducken. Ducken. Die Tür ist auch mittlerweile zu. Stimmt. Oh nein. Gut, wir haben keine Chance. Wir sind eingesperrt. Wir müssen neu laden.